So, also wie gesagt, das ist eine kleine Übung, 20 Minuten. Die Zeit fliegt und deswegen will ich ganz kurz erklären, was wir hier tun und warum wir das tun. Das ist jetzt ein paar Mal, der Begriff ist ein paar Mal gefallen, Kultur. Es geht um das Thema Managementkultur, es geht um eine Kata-Managementkultur. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, warum wir, glaube ich, nur durch eine kollektive Anwendung von Kata in Teams, in größere Teams, diese komplexen Themen, die uns heute überall begegnen, glaube ich, werden meistern können. Wir haben sehr viel über Kata jetzt gehört, wir haben sehr viel über Üben gehört. Und viele Leute haben dieses Bild von Mentee und von Coach, wo zwei Personen, also der Lehrer und der Schüler, üben. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Bild, aber es ist nicht ein ausreichendes Bild. Also was wir entwickeln wollen, sind nicht Mitarbeiter, was wir entwickeln wollen, sind ganze Organisationen, wo ganz, ganz viele Menschen zusammenarbeiten. Eine Diskussion, die wir mal bei BMW geführt haben, unter keine Ahnung wie viele, es gibt niemand bei BMW, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt niemand bei BMW, der weiß, wie man einen BMW baut. Das gibt es nicht. Ne? Interessanterweise, BMWs bauen verdammt gute BMWs. Ja? Und wie machen die das? Ja? Es ist eine ganz einfache Sache. Es gibt Leute, die sind für Marketing da. Es gibt Leute, die sind für Blechbiegen. Es gibt Leute, die sind für Blechlackieren da. Es gibt Spezialisten für Motoren. Die Spezialisten für Motoren sind sehr oft relativ oberflächlich in ihrem Wissen über Getriebe. Denn dafür gibt es wieder Spezialisten. Es ist eine arbeitsteilige Organisation. Ich glaube, die aktuelle Zahl 120.000. Ja? Also jeder hat ein 120.000stel der Aufgabe und vielleicht hat jeder, weiß ich nicht, ein Tausendstel des Verständnisses, wie diese 70.000 Teile so im Schnitt zusammenspielen. Es gibt niemanden, der ein BMW versteht. Ne? Lass uns mal zu Airbus gehen. Also wer versteht den 318er? Den Airbus, den wir so gerne fliegen. Wer versteht denn? Wer kann mir alles erklären? Also jede Turbulenz, Flügel, Vertrieb. Ne? Also es sind immer Organisationen und das Lernen, also dieses Wissen ist kollektiv in unseren Organisationen und deswegen ist die Übung von Kata eine kollektive Sache. Sie muss eine kollektive Sache sein am Anfang. Wie Mike gesagt hat, wir müssen mit den Tonleiter anfangen. Ja? Also bevor wir Musik im Orchester machen, müssen wir selber unsere Geige spielen können. Und wenn wir Geige spielen können, müssen wir die Tonleitern auch an der Geige oder an der Gitarre üben. Und erst dann kommt dann das Üben in größeren Gruppen. Aber das muss kommen. Und das ist ein bisschen mein Experimentier, mein Forschungsfeld, wenn ich das so sagen kann. Ich arbeite sehr gerne mit größeren Teams zusammen und ich versuche, Teams zu entwickeln. Das ist, was mir persönlich am meisten Spaß macht, also Kata wirklich zu expandieren, um dann eine Managementkultur zu entwickeln, wo die Leute intrinsisch motiviert, nicht weil sie müssen, sondern weil sie es wollen, ja, weil sie vielleicht sogar diese eigenen Motive für sich entdeckt haben, die sie antreiben, die dann das Ganze dann auch machen wollen. Ja, wir wissen, also Sie kennen die Geschichte, ne? Wie war das? Geteiltes Leid, wie war das? Und wie war das mit der Freude? Das ist so gut. Ne? Also lass uns bitte zusammenarbeiten. Im Team macht es einfach, ich glaube, in Größenordnungen mehr Spaß. Wenn das Team funktioniert, wohl bemerkt, es gibt ja natürlich dysfunktionale Teams, wo das Team mein hauptsächliches Problem ist. Aber darüber möchte ich jetzt heute nicht reden. Ich gehe von funktionierenden Teams aus. Ja? Die großen Herausforderungen, die wir haben, können wir nur in Teams meistern. Und wenn wir wirklich unmögliche Dinge machen wollen, ja, dann können wir es natürlich wahrscheinlich alles nur zusammen machen, ist es ganz klar. Eine wichtige Sache, die wir als Team sehr oft meistern müssen, ist natürlich das Thema Innovation. Es gibt Innovationen überall, es gibt disruptive Innovationen und wir müssen sehr innovativ sein in unseren Firmen. Und Veränderung ist ja natürlich eine Sache, die sehr schwer ist für viele große Organisationen. Die haben natürlich eine gewisse Trägheit, desto größer die Organisation ist. Wenn wir Kulturentwicklung machen, Kulturveränderung, ja, dann muss man einfach wissen, dass es, wir sind Gewohnheitstiere, ja, und wenn wir als Organisation diese Veränderungen meistern wollen, größere Herausforderungen, dass wir das auch hirngerecht machen müssen, ja, und wir haben ein bisschen über das Hirn gehört heute früh, über wie wir unsere Autobahnen, Gedankenbahnen im Kopf bilden
Und wir alle wissen, wenn man Kultur entwickeln will, das ist, oder verändern will, allein verändern wahrscheinlich, ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die man als Manager überhaupt haben kann. Ja, also Kulturveränderung, ich glaube, es ist, keine Ahnung, ich glaube, der Übergang der Autoindustrie auf Elektromobilität, das ist ein Klacks im Vergleich zur Kulturveränderung. Das ist meine These aktuell. Ich glaube, wir müssen noch viel lernen. Und das hat mit unserem Hirn zu tun. Ja, ich verwende sehr gerne dieses Modell vom Hirn. Habe ich irgendwo gesehen. Ich glaube, das kommt aus den asiatischen Kulturen und Religionen, dass unser Hirn sich so verhält wie ein Elefant, ja, mit den kleinen Reiter obendrauf. Aber dieses unterbewusste Hirn, was der Mike gesprochen hat, diese zwei Systeme von Kahneman, das ist so mächtig, ja. Und wenn wir viele langjährige Expertise haben und diese Bahnen sich tief gebildet haben, haben wir alle diese innere Tendenz, unsere Gewohnheiten erhalten zu wollen. Ne? Und wenn wir dann auf einmal über Veränderung reden, ne? Und wir wollen führen, wir kommen als Führungskraft und sagen, Leute, wir müssen uns jetzt verändern, dann stehen wir auf einmal da, ne? Wie der, wie heißt es, der Prophet im eigenen Lande, oder? Mit der Idee der Richtungsänderung und wir merken, verdammt nochmal, also demokratisch wird es hier nicht werden. Gell? Also wenn ich die Leute frage, lass uns alles lassen, wie es ist. Ja? Und das Wahrscheinlichste, was wir erleben, wird Skepsis sein. Ja? Aber wir müssen. Es ist manchmal tatsächlich geht es ums nackte Überleben, wenn wir das machen. Und deswegen, ich beschäftige mich sehr viel eben mit Kulturveränderung. Und ein Trick, es ist irgendwie so trivial, glaube ich, mittlerweile, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, es hat sich ergeben, es war jetzt, glaube ich, eine Zufallsentdeckung, ist, dass Kulturveränderung logischerweise am besten im Team geht. Also wenn du Kultur ist ja die Gewohnheit der Gruppe. Ne? Also Gewohnheiten haben Personen. Wenn ganz viele Leute eine Gewohnheit teilen, sprechen wir von Kultur. Es ist eine geteilte Gewohnheit. Und wenn wir Gewohnheiten entwickeln wollen, dann ist es wunderbar, dass wir individuell üben. Also ich kann meine Gewohnheiten verändern, wenn ich meine Arme anders kreuzen will. Das ist kein Thema. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt sagen, wir sind aus Bayern hier, ja, und ganz ehrlich, also ich würde am liebsten mit Lederhosen hier stehen. Und dann würdet ihr natürlich, schau mal, ein paar reagieren, das geht so, ne? Die würden sagen, komisch, wie der Gerd da mit Lederhose, ich würde das Experiment machen, ich würde mich hier mit Lederhose hinstellen, der Markus würde sagen, passt, noch ein paar andere würden sagen, alles okay, aber die Mehrheit würde sagen, ich würde es spüren, ne? wie die Masse sagt, Gerd, nächstes Jahr bitte wieder normal, was auch immer normal ist. Ne? Da habe ich gelernt, wenn du willst, dass Kulturveränderung passiert, du musst gleich die Herde ansprechen, die diesen Herdentrieb auslöst. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr hier mit Lederhosen stehen würde, dann würde ich dafür sorgen, dass eine kritische Masse von Leuten hier mit Lederhosen steht. Das machen wir nächstes Jahr, das machen wir jetzt. Und so, dass irgendwann mal ein Punkt erreicht ist, wo die Leute sagen, du, das ist nicht mehr eine, das ist so eine Gruppe, das ist so eine kritische Masse, und der fühlt sich nicht allein. Weißt du, wenn du so ein System hast, das Immunsystem greift dich an. Aber wenn du die Herde gleich verändert hast, dann spricht die Herde dich an. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe, was sehr wichtig ist. Wenn du willst, dass sich die Kultur verändert, versuch möglichst schnell die Übung ins Kollektiv zu bringen. Also versuche sehr, sehr schnell alle dazu zu bringen, in unserem Fall unser Thema hier, zum Coachen zu bringen, die Kata anzuwenden. Wenn es geht, auf allen Ebenen der Organisation, so schnell wie es geht, das ist eine ganz schwere Nummer, das ist ganz schwer, weil das bedeutet Musik im Orchester mit lauter Leute, die ihre Geige nicht spielen können. Stellt euch vor. Ja, also wir stellen ein Orchester auf, Publikum ist dabei, ne, weil Publikum sind immer die Kritiker. Ne, das sind die sagen, oh, schau mal, wie die das machen. Ne, und die warten nur darauf, dass es scheitert. Und wir stellen uns mit dem Orchester hin, wir sind alle Anfänger Geiger und sollen jetzt auch noch synchron spielen. Wie soll das denn gehen? Also Musik im Orchester ist eine hohe Nummer, große Nummer. Interessanterweise, wir haben nicht viel Zeit. Und deswegen, was mich immer beschäftigt hat, so ein bisschen aus der Softwareentwicklung. Was ist so die minimale Notwendigkeit, die wir brauchen, oder die minimale Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, damit Kata intrinsisch motiviert, organisch wächst, also dass es irgendwann mal zum Selbstläufer wird. In der Software gibt es diesen Minimum Viable Product, oder? Wie heißt es? Minimum Viable, wer weiß es? Ja, Minimum Viable Product. So, was ist die Minimum Viable Coaching Practice?
Also wie weit muss ich, was ist die Voraussetzung, die diese Keimzelle erfüllen muss, damit sie überlebensfähig ist? Und was mir aufgefallen ist, es funktioniert tatsächlich, in dem Moment, wo wir Coaching-Kaskaden installieren, passiert es, alle um mich herum coachen. Das heißt, wenn ich sage, ich will nicht coachen, es ist verdammt schwer, aus der Reihe zu springen. Ich werde mitgenommen. Und weil alle irgendwie irgendwann mal, wenn wir es richtig machen, natürlich in der Gruppe einen höheren Ebeleffekt haben, kommen ganz andere Erfolge zustande. Und wenn andere Erfolge zustande kommen, ist es natürlich früher mit der intrinsischen statt mit der extrinsischen Motivation da. So, und das ist natürlich eine Sache, die ich gelernt habe. Es ist wahnsinnig wichtig, solche Kaskaden möglichst schnell zu installieren. Da arbeite ich sehr intensiv dran. Und wir sind verdammt schnell mittlerweile. Also es funktioniert in 2 Monaten, dass man mittlerweile, also unter gewissen Voraussetzungen, dass man totale Anfänger dazu bringt, dass sie Coaching-Kaskaden installieren, sodass diese Kaskaden organisch wachsen können. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren und das funktioniert. Und das ist ein Teil des Inhalts des Buches. Weil im Buch haben wir festgestellt, du musst das irgendwie erklären, du musst das Unmögliche erklären. Also man kann ein Orchester nicht verstehen, wenn man nicht drin war. Ne? Also als Publikum, als Zuschauer kann man nicht verstehen, wie ein Orchester arbeitet. Du musst Musiker im Orchester sein. Aber bis man nicht drinnen war, versteht man es nicht und man tut sich schwer, sich zu entscheiden, soll ich da reingehen oder nicht. Ja? Und das Buch ist ein Versuch zu erklären, wie solche Kaskaden funktionieren. Und eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, wenn du solche Kaskaden installieren möchtest, es gibt einfach ein paar, wie Mike das sagt, Starter-Cutter für Coaching-Kaskaden. Gestern haben wir ein bisschen geredet über, wie Coaching-Kaskaden funktionieren, wenn die Ziele entfaltet sind. Solche Coaching-Kaskaden können nur funktionieren, wenn die Ziele, die entfaltet sind, sauber entfaltet sind. Wir haben das heute kurz von Mike gehört. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Ziele und Zielzustände. Und der ist nicht geläufig, der ist nicht überall bekannt und vertraut. Und deswegen möchte ich da ein bisschen tiefer reinzeigen, wie so ein Zielentfaltungsprozess über Kaskaden funktionieren kann, sodass wir als Anfänger hoffentlich eine Chance haben, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten steigen. Und deswegen, wie gesagt, eine kleine Übung. Das ist aus dem Buch ausgeliehen. Im Buch geht es um eine Getriebeproduktion. Es gibt einen Geschäftsführer, das ist der William. Es gibt eine Wertstrommanagerin, das ist die Nancy. Es gibt einen Wertstromschleifenverantwortlichen, das ist der Steve. Übrigens, ihr werdet Steve sein gleich. Okay? Und Nancy wird eure Chefin sein. Und Roger wird dann ein Handschuh sein. Und das ist die kleine Übung. Also wir wollen ganz kurz so eine Zielentfaltung, so einen Hoshin-Kanri-Prozess machen. Das Interessante an diesem Zielentfaltungsprozess, das ist die Bedingung, damit Coaching-Kaskaden funktionieren können, ist, dass es nicht top-down ist. Es ist top-down und bottom-up. Also es braucht Iterationsschleifen. Ja? Es gibt so ein sogenanntes Catchball. Ja? Es gibt, in Leipzig haben wir das intensiv geübt mit ein paar Kollegen und an diesen zerrissenen Zielzustandsformularen sieht man, wie der Prozess läuft. Also wir entwickeln 20 T-Formulare, das 21 sagen, okay, das ist das Ziel. Ja, da liegt der Stapel mit den ganzen verworfenen Zielzuständen, die sich als nicht durchdacht herausgestellt haben. So, und das ist ein Prozess, ja, der findet im Team statt. Und das wollen wir versuchen, ein bisschen durch ein Schlüsselloch ganz kurz anzuschauen. Und deswegen hier die Aufgabe. Wir haben hier Nancy, das ist eure Chefin. Ja? Und Nancy ist verantwortlich für den Wertstrom, hier sehr einfach dargestellt, also eine Getriebeproduktion, eine sehr vereinfachte Getriebeproduktion, Zahnradfertigung, Montage der Getriebe und dann der Versand. Und die Zieldurchlaufzeit von der Geschäftsführung ist es, auf 1 Woche Durchlaufzeit runterzukommen. Das ist die Aufgabe. Ja, und jetzt brechen wir die Ziele runter. Nancy spricht mit Steve. Ja, das ist einfach jetzt ein Beispiel hier. Ne? Und erklärt, was das gewünschte Ergebnis ist, an dem Steve gemessen werden soll. Sagt sie, könntest du mir bitte einen Vorschlag machen, wie der Zielzustand deines Teams aussehen sollte, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, also wir müssen von über 5 Tage auf 5 Tage runter und deine Aufgabe ist es, dass du für deine Zahnräder 3 Tage nicht mehr übersteigst. Wir haben dann 1 Tag für Montage, 1 Tag für Versand, 3+1+1=5. Okay? Und sie bricht das runter und Steve soll die Zahnradfertigung, also ihr sollt auf 3 Tage runtergehen, ja, von aktuell 30. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. So, jetzt Steve kriegt diese Herausforderung und sagt gerne, dafür würde ich am liebsten sofort Gerds Zielzustandsrechner verwenden wollen, weil der hat mir geholfen. Und der hat mir wirklich so viel geholfen. Mittlerweile
ich gebe immer diese Tabelle ab. Ich sage, füll die Tabelle aus. Wenn du die Tabelle ausgefüllt hast, dann reden wir. Sie funktioniert. Das sind jetzt 15 Jahre reingeflossen. Es gibt einfach mal ein paar Formeln, die sind zeitlos. Also kennt ihr die Kundentaktformel? Kundentakt, wie berechnet man den Kundentakt? Wisst ihr was? Die wird in 10 Jahren noch dieselbe sein. Übrigens, sie war vor 20 Jahren schon dieselbe. Es gibt so viele Dinge, die sind so zeitlos. Wir können alles immer wieder neu machen, aber nicht die Basics. Und so gewisse Dinge kann man einfach in so eine Tabelle reinpacken. Und das ist, was wir jetzt machen wollen. Also wir sind jetzt hier. Ja, Nancy hat euch eine Aufgabe gegeben. Und wir wollen das jetzt mit dieser Excel-Tabelle kurz ausprobieren. Und die Vorgaben, die Nancy macht, sind auch klar. Sie sagt, schau mal, es gibt da ein paar Stückzahlen, die müssen wir erfüllen. Und deswegen bitte ich euch jetzt, ich werde anfangen, die Tabelle auszufüllen, nur damit ihr seht, das ist, mehr ist es nicht. Ich will euch einfach mal die Tabelle zeigen, in der Hoffnung, dass ihr nach diesen kurzen Präsentationen sie dann selber nutzt, ja, damit es hoffentlich euch hilft. So, das Erste, was wir machen müssen, wenn ihr das hier anschaut, drückt bitte alle jetzt auf diese grüne Reset-Taste, weil diese ganzen Beispielszahlen sind natürlich nicht unsere. Einmal auf Reset, ja, wollen Sie fortfahren? Ja, und dann ist die Tabelle leer erstmal. So, alles ist leer. So, und dann könnt ihr hier auf Bildschirm groß-klein drücken. Ich glaube, man muss zweimal drücken, dass ihr wirklich alles richtig schön komfortabel die ganze Fläche nutzt. Okay? Macht euch das möglichst passend. Die Tabelle funktioniert relativ gut. Ein Maschinenbauer hat Excel programmiert, hat ihre Grenzen. Okay? Also seid verständnisvoll bitte dafür, dass sie nicht perfekt ist. Dafür ist sie kostenlos. Genau. So, die erste Information, die wir kriegen, ist, wir haben 122.400 Stück per annum, die sollen auf 145.440 steigen. Das heißt, das gebe ich als erstes in die Tabelle ein. Es gibt hier diesen Bedarf pro Jahr. Das wäre da. Und da schaue ich jetzt rein, das sind 122.400 Stück. Und die sollen steigen auf 145.440. So, die Stückzahl. So, natürlich haben wir hier ganz normale Arbeitszeiten und Arbeitstage. Also wir wollen 240 Tage arbeiten im Jahr. Und siehe da, also das ist das Interessante an Ist- und Zielzustände. Wenn du wenige Zahlen hast, kannst du ganz viele daraus automatisch berechnen. Somit weiß ich automatisch, da muss ich nicht lange überlegen, mathematisch logischerweise, was meine Tagesmenge ist. Ist trivial, aber das brauche ich nicht jedes Mal extra überlegen. Kenne ich die Jahresmenge und die Arbeitstage, kenne ich meine Tagesmenge. So, und die wird offensichtlich steigen auf 606 pro Tag. Es gibt weiter ein paar Rahmenbedingungen, die Nancy Ihnen gibt, also aus der Geschäftsführung. Wir wollen die Produktivität steigern, das heißt, wir wollen von vier auf drei Mitarbeiter pro Schicht runtergehen. Ja, das heißt, wir können hier oben nochmal eingeben, wir haben 4 Mitarbeiter und in Zukunft werden es sein 3. Okay? So, und dann gibt es weitere Dinge, die uns genannt werden. Die Arbeitszeiten. Also es sind 3 Schichten, volle 24 Stunden, minus 120 Minuten Pausen. Die kann ich ganz kurz hier eintragen. Also wir haben hier 1440 und davon gehen 120 Minuten ab. So, automatisch habt ihr jetzt einen Kundentakt hier. Klar. Und hier rechts habt ihr 1440. Automatisch, ne, wenn ihr 120, rechnet natürlich den Kundentakt, den ihr haben sollt. Und man sieht schon, von 155 muss der runter auf 130. Das kann man gut sehen. Das ist eine triviale Rechnung. So, und dann gibt es eine weitere Problematik hier, und zwar die Varianten werden steigen. Von 30 Getriebevariante werden wir auf 40 Getriebevarianten steigern. Das ist ein gängiges Problem. Die Varianten nehmen zu, die Losgrößen werden kleiner, die Rüstfrequenzen nehmen zu, kennen wir alles. So, und damit kann ich hier einfach ein paar Sachen wieder rechnen. Wir werden 8, also von den 30 sind nur 8 Renner, sprich 22 sind Penner. Und wir wollen dann immer 8 Renner machen und 2 Langsamläufer, wenn wir so wollen, auf Deutsch. Ja, das heißt, unsere Varianz hier pro EPI, also in einer Rüstreihenfolge, werden 10 sein. Und wir wollen wesentlich flexibler sein in Zukunft. Also wir wollen hier diese 40 Typen abbilden, wovon 12 Renner sein werden und 4 Exoten. Das heißt, wir wollen pro Rüstreihenfolge hier 16 machen. So, und dann gibt es noch ein paar weitere Angaben an dieser Stelle. Nee, das passt, das war's.
Das sind die Vorgaben. Also wenn ich Ziele definiere, kriege ich immer Vorgaben gegeben. Das sind die Vorgaben, die Nancy euch gemacht hat. So, an der Stelle braucht ihr natürlich weitere Informationen. Ihr müsst euch informieren, wie läuft euer Prozess heute? Was kann euer Prozess heute? Wie stehen eure Zahlen jetzt? Und der Steve, ihr alte Hasen, ihr wisst, ne, also ich muss jetzt eine Prozessanalyse machen, wenn ich hier ein bisschen verstehen möchte, wie die Dinge sind. Gestern bei den Puzzlestücken, die allererste Aufgabe, nimm die Stoppuhr und schau, wie lange brauchst du für die 15 Puzzlestücke. Sonst kann man nicht reden miteinander, oder? Immer datenbasiert, hier ist es genau dasselbe. Also die Zykluszeit bei der Zahnradbearbeitung ist 120 Sekunden, die Rüstzeit 72 und wir rüsten einmal alle 2 Tage. Also wir haben hier ein paar Zahlen, die sich aus Messungen im Shopfloor, im Gemba ergeben haben. So, und das kann ich jetzt in die Tabelle einfach eingeben. Also die Rüstvorgänge pro Tag sind 0,5, ne? Also alle 2 Tage einmal. Und automatisch weiß ich, okay, meine EPI ist 20 Tage. Also wenn ich 10 Varianten habe, ich rüste alle 2 Tage, ist meine EPI. Das ist eine triviale Rechnung. Und somit ist gegeben meine Losgröße. Da gibt es nichts zu diskutieren, das ist Mathematik. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, wie ihr wollt. Diese mathematischen Zusammenhänge kann man nicht mehr verändern. So, wir haben eine Rüstzeit von 72 Minuten. Und wenn ich dann 72 Minuten rüste alle 2 Tage, habe ich 36 Minuten Rüstzeit am Tag. Das ist 2,7% meines Tages mit Rüsten. So, und dann haben wir die niedrigste wiederholbare Zykluszeit von 120 Sekunden. Das heißt, 77% der Zeit wird produziert. Und wir haben einen Bestand von 14.800. So in etwa sieht es aus. Ich zeige euch die Tabelle. Die Tabelle könnt ihr mitnehmen, ihr könnt üben. Bitte jetzt, ihr müsst nicht alles im Detail verstehen. Ich will es nur zeigen, die ist online, nutzt sie. Die hilft unheimlich, weil die unglaublich viele Sachen klärt. So, jetzt lasst uns mal, jetzt ist die Aufgabe natürlich, nachdem ich den Ist-Zustand verstanden habe, den Zielzustand zu beschreiben. Und das ist ein Team, das sich hier einig sein soll. Nicht eine Person soll es verstehen. Und die Tabelle hilft uns, diese Diskussion zu führen. So, lasst uns mal annehmen, wir wollen nichts verbessern. Also die 20%, die sind Gott gegeben, die werden immer so bleiben. Wir werden einen Störanteil von 20% in alle Ewigkeit haben. Und wir wollen auch den Rüstanteil nicht erhöhen. Ja. Aber die Vorgabe ist es ja, von der Chefin, dass unser EPI auf 2 Tage runter muss. Also wir müssen wirklich alle Varianten in 2 Tage produzieren. Das heißt, wenn ich in 2 Tage 16 Varianten produziere, muss ich 8 Varianten pro Tag produzieren. Schaut mal, was mit eurer Losgröße gerade passiert ist. Das bedeutet aus 1000er Lose auf 76er Lose. Das ist Mathematik. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr diese Zahlen nicht bringt, das da oben könnt ihr nur noch in euren Träumen erleben. Das sind Ursache-Wirkungsketten, die man nicht außer Kraft setzen kann. Das ist Fabrikphysik. So, man schaut sich das Ganze an und was sagt es weiter, wenn du 8 Rüstvorgänge am Tag machen willst, bei 2,7% Rüstanteil müsstest du in 4,5 Minuten rüsten. Ja? So, jetzt stellt euch mal vor, der Kollege, der fürs Rüsten verantwortlich ist, der kriegt jetzt eine Panikattacke und sagt, 4,5 Minuten, nee, nie im Leben, das kann ich mir nicht vorstellen. Können wir da ein bisschen mehr was machen? Sagt er, lass uns mal ein bisschen an den Störungen doch noch arbeiten. Dann sagt er, lass uns mal hier Zeit holen. Ja, wir optimieren die Störungen, 15%. Und dann merken wir, ja, okay, wir können ein bisschen langsamer takten. Also jetzt haben wir 107 Sekunden pro Stück. Aber das wird nicht ganz reichen. Lass uns mal probieren, auf 5% zu gehen, Rüstanteil. Und dann geht die Rüstzeit auf 8,3 Minuten hoch. Sagt er, nee, das ist, tut mir leid, das ist immer noch zu wenig. Und dann überlegen die weiter und verhandeln und irgendwie merken sie, nee, lass uns mal mit 8,5 das Ganze machen, weil wir glauben, hier unten an der Zykluszeit, da könnten wir vielleicht noch diese 4,6 holen. Das ist so eine Kompromissfindung. Seht ihr, wie das funktioniert? Alles hängt voneinander ab. In ein System ist nichts unabhängig, alles ist zusammenhängend. Und das zeigen diese Tabellen ganz gut. So, jetzt machen wir 8,5 und dann ergibt das 14 Minuten pro Rüstvorgang, die wir schaffen müssen für 8 Rüstvorgänge. Dann hätten wir 8,5 Rüstanteil am Tag und wir müssen aber die Zykluszeit auf 100 Sekunden runterbringen. So, was die Tabelle hier übrigens macht, ist, man kann hier unten schauen, es gibt da mehrere Grafiken, aber die erstellt dann automatisch so ein paar Grafiken, da ist immer ein Datum, oder? Also so soll die Stückzahl wachsen über die Zeit, ja, so sollen sich die Störungen entwickeln über die Zeit, hier, so soll sich die Rüstzeit entwickeln, ja, über die Zeit. Ja, also da ist immer ein Datum dahinter, ne? Und irgendwie so eine Kurve, wie man da hinkommen will. So, jetzt haben wir diese Ziele entfaltet und jetzt, also von Nancy zu euch, ja, aber ihr habt doch 3 Direct Reports, ihr müsst ja mit den Zielen weitermachen, oder?
das muss jetzt runtergehen. Und dann habt ihr unten den Roger, den Robert und Rachel. Das haben wir gestern teilweise geübt, ein paar von euch kennen die schon. Das ist jetzt das Beispiel aus dem Buch. Ja. So, und hier sieht man dann, wie dann ihr, Steve, euch entscheidet, diese drei Kennzahlen, 100 Sekunden, 15% und 14 Minuten an eben diese drei Leute runterzubrechen. Das passiert mit so einer Zielentfaltungswand, oder? Und jetzt geht es eine Ebene weiter runter. Und genau das Gleiche wiederholt ihr jetzt mit euren Menti. Das ist jetzt der Roger, einer der Handschuhs. Ne? Du Roger, um unseren Bestand auf 3 Tage zu reduzieren, sollten wir in der Lage sein, 8-mal am Tag zu rüsten. Der macht jetzt ganz große Augen. Schock gerade. Ja? Anstelle der aktuellen 5 Rüstungen pro Tag. Könntest du mir bitte einen Vorschlag machen, wie der Zielzustand deines Rüstprozesses aussehen sollte, um in 14 Minuten rüsten zu können? Und der Roger ist ein alter Hase, der sagt, gar kein Problem, dafür würde ich am liebsten sofort eine detaillierte Prozessanalyse machen wollen und das machen wir mit Gerds Prozessschritt-Analyse-Tool. Ja? Das wird dann weitergehen, ja? das geht dann weiter in solche Coaching-Wände und dann hoffentlich in Teamarbeit. Wie gesagt, es ist eine kleine Übung, es ist so eine Art Tonleiter. Okay? Nimmt mal die Tabelle, ich bin mit der Zeit rum. Die Tabelle ist zum großen Teil selbsterklärend. Wenn ihr auf meine Seite geht, ihr habt da auch, ihr habt dann auch Videos und Anleitungen, wie ihr das Ganze anschauen, wenn ihr das Ganze anschauen wollt. Ja, einfach nur, ist alles kostenlos. Ja, ihr müsst nichts bezahlen dafür. Also ich habe das gelernt, kostenloses nimmt man immer mit. Ja, da ist übrigens nochmal dieser Vortrag von jetzt schon online. Ha. Ja, da könnt ihr es dann anschauen, wie ihr wollt. Okay. Applaus. Passt.